hier wird das Mehl, was wir gerade gesehen haben, verarbeitet in Brot. Ne, backen die hier. Wir können ja gerade mal, hier ist der Chef, der Bäcker, moin. Hallo, moin. Ja? Ja. Wie geht's? Auch geht, ne? Kannst du vielleicht mal unseren, ich bin bei Siedler sucht Frau. Kannst du mal den Leuten da irgendwie sagen, wer kriegt das Brot hier überhaupt? Das kriegt jedermann. Also Brot ist für jedermann, nicht? Weißt du? Also die Minenarbeiter, so die ganzen Siedler, jeder kriegt das ein bisschen, ja, Brot. Klar. Und sag mal, du hast ja neulich, warst ja bei mir, hast dich beschwert, dass die Schweinezucht und die Brauerei irgendwie das ganze Getreide wegklauen. Ja, das ist eine Frechheit, nicht? Weil Brot braucht jeder Mensch. Mehl brauche ich, nicht? Ja. Und diese ganze Pack da. Also. Ja, hast du denn jetzt noch Stress mit der Schweinezucht? Soll ich nochmal mit denen reden oder kriegst du mittlerweile genug Getreide? Nee, ich will mehr Getreide haben, nicht? Ich will ganze Mehl haben. Ich will Brot backen und rede mal mit denen. Ja, kein Ding. Rede ich nochmal mit denen. Und wie ist das, wenn du jetzt kein Mehl kriegst und kannst nicht backen, dann steht er ja hier rum und dann liegt der Betrieb lahm, oder? Allerdings, ja. Es gibt nichts, was ich verarbeiten könnte. Das ist natürlich scheiße, ne? Ja, also da ist natürlich, hat er auch völlig recht, wenn er sich beschwert, weil es ist jetzt mein Job als Siedler quasi dafür zu sorgen, dass sein Betrieb immer genug Mehl hat, um Brot zu backen. Und wenn das nicht läuft, ist meine Schuld. Und da unterscheidet sich dann auch der gute Siedler vom schlechten Siedler. Ja. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Groß Backen noch. Danke. Ja, hat man früher anders gesiedelt als heute? Das ist eine gute Frage. Also, da muss ich sagen, wenn ich jetzt vergleiche, wie mein Vater noch gesiedelt hat, da hat sich einiges getan. Ja, also bei uns ist das so, wir bauen jetzt mittlerweile eigentlich nur noch so Hauptgebäude. Und an diese Hauptgebäude bauen wir dann die einzelnen Spezialgebäude ran. Als Beispiel nehmen wir mal eine Försterei. Da baust du eine Försterei und da sind dann drei Bauplätze an der Försterei dran. Und dann kannst du da entweder einen Holzfäller bauen oder einen Förster, der dann neue Bäume setzt, oder ein Sägewerk, oder du kannst eine Fischerei daran setzen, oder einen Jäger, der da wild schießt und dann Fleisch draus macht. Aber du brauchst für alles eben als Basisgebäude so ein Forstgebäude. Oder du kannst zum Beispiel einen Bauernhof bauen und am Bauernhof dran klatschen kannst du dann entweder so eine Getreideproduktion oder eine Schweineproduktion oder Schafsfarm oder eine Pferdezucht, weil du brauchst zum Beispiel Pferde später für die Kavallerie, für die Soldaten. Oder du baust da halt eben die Schafzucht und die Schafzucht wirft dann Wolle ab und die Wolle bringst du zum Schneider und die Schneiderei wiederum ist an einem gehobenen Wohnhaus dran, was dann wieder ein Basisgebäude ist und macht aus der Wolle Kleidung und die Kleidung kannst du dann später zum Beispiel verkaufen, ja. Aber als Basisgebäude brauchst du daneben halt diesen großen Bauernhof für all die Sachen. Und das ist mit allen Dingen so. Es gibt insgesamt dann 6 Basisgebäude und alle weiteren Gebäude klatscht man dann da dran. Das ist schon mal wieder komplett anders. Aber ich glaube, die größte Änderung im Gegensatz jetzt zu meinem Vater und meinen Großvätern und so ist, dass es jetzt Siegpunkte gibt. Der Staat hat da irgendwie so ein Fördersystem installiert, dass dann wirklich nur die effektivsten Siedler gewinnen können bei der Nummer. Und das war früher anders. Früher hast du ja in den Tag reingesiedelt, hast dann mal geguckt, so, oh, da, was machen die Kollegen, laufen alle rum, wie wuseln die da durch die Straßen. Heutzutage musst du knallhart wirklich auf Zeit gehen. Also du fängst an zu siedeln und hast direkt irgendwie die Konkurrenz im Nacken. Und da hast du dann 3 Möglichkeiten, an Siegpunkte zu kommen. Entweder über Handel oder über Forschung oder über Krieg. So. Und dann hast du zum Beispiel Handel. Und da musst du dich ganz am Anfang beeilen, dass du dann Handelswege erschließt und dass du dann zum Beispiel die Möglichkeit hast, die Klamotten, die du jetzt produziert hast, über die Schafe und die Schneiderei, die Klamotten kannst du dann verkaufen gegen Geld und dann hast du Geld und mit dem Geld kannst du zum Beispiel Armeen kaufen oder was. So. Und die zweite Alternative ist eben, dass du auf Forschung setzt. Da musst du dann erstmal dir so Bonuspunkte erarbeiten, indem du Bonusgebäude baust oder indem du Sektoren eroberst, dann kriegst du so Bonuspunkte. Und mit diesen Bonuspunkten kannst du dann
was freischalten, zum Beispiel eine Kirche. Hast du dann, kriegst du eine Kirche, kannst du die Kirche bauen und in dieser Kirche kannst du Mönche ausbilden. Und die Mönche wiederum, die wollen ja Bier, Alkohol, die wollen sich besaufen die ganze Zeit und die wollen dann auch Bücher haben, sodass sie sich betrunken auf die Bücher stützen und dann können die irgendwas erforschen. Und du kannst auch alles nur einmal erforschen. Und wenn du jetzt voll alles dann auf Mönche setzt und dann erforschen die irgendwas und wenn du das dann hast, kann das auch kein anderer mehr haben. Hast du ein Patent quasi. Dann kannst du dir da alles krallen, was es zu erforschen gibt und kannst die anderen blockieren. Aber die anderen kriegen mit, wenn du was forschst und dann können die immer noch quasi sich beeilen und dich überholen. Also ist alles sehr hektisch, nicht mehr viel mit Gemütlichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man eben Krieg führt. Ne? Du kriegst zum Beispiel dann irgendwie Siegpunkte dafür, wer am meisten Sektoren hat oder kriegst einen Siegpunkt, wer die größte Armee hat. So, und mit der Armee kannst du dann ja neue Sektoren erobern und kannst dann ja auch die Sektoren von deinen Feinden erobern. Und musst letztendlich dann zusehen, dass du genug Siegpunkte kriegst. Und der dann am Ende dann die geforderte Anzahl hat, der gewinnt das Spiel dann auch. Und das ist also wirklich Konkurrenzkampf pur. Da hat die Globalisierung wirklich Einzug gehalten in die Siedlerei. Und ich jetzt als Betroffener muss sagen, das hat mir, also es war früher wesentlich gemütlicher. Da muss man jetzt wirklich ranklotzen. Und was sich noch geändert hat, das war ganz früher schon mal so. Ich erinnere mich, dass man bei meinem Urgroßvater das so war, da haben die noch so Fahnen immer in den Boden gesetzt. Und dann haben die Siedler immer so von Fahne A zu Fahne B die Waren transportiert. Heutzutage sind eben diese Lagerhäuser quasi die Fahnen. Das heißt, alle Güter werden in diese Lagerhäuser eingelagert und dann kommen da die Siedler und holen sich da draus, was sie brauchen. Und du kannst dann aber dann hier noch ein Lagerhaus bauen und hier ist dann eins und dann werden die transportiert von Lagerhaus zu Lagerhaus. Und dann musst du natürlich möglichst viele Lagerhäuser so an den Weg setzen, damit da möglichst viele Leute die Waren auf möglichst kurzem Weg transportieren können. Weißt du? Das ist so das Geheimnis des guten Siedlers. Auch diese Lagerhäuser vernünftig zu setzen, das ist schon nicht unwichtig. Ne? Ja, das, also da, du siehst es schon, hat sich ganz schön was geändert. Im Business gegenüber jetzt zu früher. Da haben meine Vorväter anders noch ein bisschen anders gesiedelt. Aber macht Spaß. Also ich will mich nicht beschweren. Es ist schon lustig, macht Spaß. Und ich habe ja auch damals schon bei meinem Vater ein bisschen mitgeholfen beim Siedeln. Und ich habe ja auch dann aus Erzählungen von meinem Opa und alles, weiß ich ja, wie das früher alles war mit dem Siedeln. Und ich muss sagen, ich will jetzt auch nicht früher in der anderen Zeit leben. Also wenn ich das jetzt so vergleiche, ist das schon, würde ich sagen, die beste Zeit, um Siedler zu sein. Ist ein gutes Siedeln. Macht Spaß. Guter Job. Wenn du oder ihr jetzt mich ins Herz geschlossen habt und mit mir einen gemeinsamen Lebensweg gehen möchtet, voller Liebe und Zärtlichkeit, dann meldet euch. Euer Merowin.